Moin, was geht? Exo hier. Heute habe ich für euch eine Runde auf Fortune's Key. Wirklich eine der allerersten Runden. Das war direkt eine 17-Kill-Runde. Wenn ihr mich jetzt nach meinem Fazit fragen würde zu der Map, was ich davon so halte, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist genau mein Ding. Close Quarters, absolut verwinkelt. Da stehe ich mega drauf. Werdet da gleich auch im Gameplay sehen, weil da kann ich meine Stärken, nämlich das Movement, am besten ausspielen. Bei Caldera ist das eher nicht so der Fall. Auf diesen Close Quarters Häuserkampfkarten, da kann ich persönlich schon mehr mit anfangen, was mein Spielstil natürlich echt gut trifft mit der Karte, die sie da gemacht haben. Ich dachte erst, das wäre jetzt so Mini-Caldera. Natürlich hat man da noch ein paar Probleme, ein paar Designentscheidungen sind fehl am Platz, beispielsweise immer diese verschiedenen Höhen. Da bin ich absolut kein Fan von. Da hast du eine Erhöhung, da hast du eine Erhöhung, da hast du da noch eine Erhöhung mit einem Turm, mit einem Sniper-Turm, da hast du da noch eine Erhöhung mit einem Haus, das finde ich nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Karte. Winery macht absolut Bock. Also du hast da Gegner ohne Ende, du kannst da wirklich fighten und das vermisst man ja auf Caldera wirklich. Seitdem die da die Spielerzahlen runtergenommen haben, ist es noch schlimmer geworden. Ich bin auf jeden Fall bis jetzt ein Freund von der neuen Karte Fortune's Keep, weil man muss ja auch sagen, man muss erstmal abwarten, bis alle Leute sich eingespielt haben. Das ist ja auch bei einem Call of Duty Release so. Ich sag mal, Cold War am Beginn bis zum ersten Monat hin war locker easy, hast immer alles abrasiert, bis Leute halt, bis wirklich die letzten Leute es geschafft haben, ihre Metaklassen zu erspielen. Dann sah das Spiel nochmal anders aus. Das gleiche gilt natürlich auch für die Karte. Wenn alle sich irgendwie Map Guides angeschaut haben oder bei ihrem Lieblingsstreamer so ein paar Tricks gesehen haben, dann wird sich die Karte nochmal anders spielen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin durchaus positiv überrascht. Und es macht einfach mal wieder Spaß, eine neue Karte zu spielen. Ist für mich wie ein ganz anderes Spiel. Feiere ich auf jeden Fall, dass sie jetzt davor, dass Warzone bald zugrunde geht, beziehungsweise Warzone 2 rauskommt, finde ich das eine coole Sache, dass sie noch eine Karte raushauen. Das kann man denen ja auf jeden Fall nicht absprechen, was sie in den letzten Monaten an Content rausgehauen haben. Also diese Season jetzt und die letzte Season, das waren schon echt gute Änderungen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung und eure Erfahrungen mit der neuen Karte in die Kommentare. Ich hoffe, mein Spielerlebnis bleibt so. Momentan bin ich ein sehr großer Freund von. Natürlich, die Lobbys sind halt wie immer verschwitzt. Das hat aber nichts mit der Karte zu tun. Auch optisch gesehen macht die Karte ordentlich was her. Das sieht schon alles ziemlich cool aus, auch die Burg und so. Da denkst du halt, du wärst in einem RPG, in einem Mittelalter-RPG oder so. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, schreibt eure Meinung zu der Karte gerne in die Kommentare und wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Man steht mitten auf dem freien Feld. Der Tilt Break. Außen läuft einer. Komme. Ich würde gerne in den Keller und die Kiste sammeln. Oh ja. Wo ist denn hier der Keller? Oh, da unten ist einer. Fein. Aber nur AFK. Vor uns links sind viele. Wer war das denn? Hier ist auch einer. Shitbreak. Hab ihn. Schön, Nino. Penis. Dankeschön. Ist hier irgendwo. Gehen hier die Höhlen runter oder warum ist der da? Alter, der hat keine Muni mehr. Hier. Alter, was? Zwei. Ach man. Hier ist noch mal eine. Dankeschön. Nehme ich. Hier liegen Vasen. Ja. Oh, das ist noch eine Kiste. Lodi kaufen. Zwei raus. Hinter dir ist noch einer. Ja, muss gerade Platten nachstecken. Doch, hier sind noch mehrere. Nino, lass uns mal wieder raus. Ja, ich komm. Ich glaube, die brauchen ein bisschen Hilfe. Alter, dieser Radarstörer, das sollen die rauspatchen. Das ist ja so nervig, das Ding. So ein overpoweredes Mistding, ey. Das ist so. Ach, hier gibt's auch Spawn-Schutz. Ja, will ich Shipwreck gehen. Da hinterm Berg. Einer Shipwreck. Drei Leute da oben. Ja, die haben schon eigene. Close hier. Hier ist einer hinterm Stein. Hinter uns ist auch einer von der Kirche.
Warte, Nino. Ich kann. Okay. Ich hab keine Ahnung, was da auf mich schießt. Danke. Da oben war da. Habt ihr den da oben? Nö. Idee. Oh, da sind ganz viele Leute noch. Oh lol, schon wieder eine ganze Gruppe. Richtung Südwesten. Oh, da sind drei Leute oben. Oh, Prezi. Nein. So, eine Kacke. Das war irgendwo in diese Richtung. Oh, die landen hier beim Laudi. Oh, hier ist wer. Gefinished. Sauber. Irgendwo gammelt hier unten noch einer rum. Ah, was macht er denn da? Sauber. Wo ist er denn? Wow, hier ist so ein Höhlensystem. What the fuck? Ja, hol ihn, oder? Hier. Okay, sehr gekauft. Gut. Dankeschön. Auch gut. Ey, cool, was bei dir ist einer. Sind die denn hier AFK? Was Schönes. Selbst überall. Weiter oben. Ja, Selbstwiederbelebung. Oh, hallo! Drohne. Ach, weil er nicht die Leiter hochgeht, du Fotze! Mann, fuck doch nicht ab! Und nur noch von allen Seiten. Bullshit! Ich guck's dir an, ey. Überall hocken sie. Wow. Bam. Sehr gut. Noch einer. Ja. Sauber. Nicht mit mir, mein Freund. Ey, die Leitern sind ja hier voll verbuggt, ey. Hier steppt doch noch was. Der Exo, ey. Was für Maske? Der alte Angeber. Oh, hinter mir sogar. Alter. Nein. Oh nein, bitte nicht. Nicht sterben. Wow. Echt? Da oben. LOL. Sauber. Was ist denn hier? Alter. Der geilste Sieg aller Zeiten, Exo. Wow. Und wie du gleich den Raketenwerfer-Typ hier rausgenommen hast. So. GG, Jungs. Jo, oh richtig stark gespielt.